Hey Kumpel, heute gibt's das gute Zeug. Oh mein Gott. Hände aufs Auto! Hände aufs Auto! Findest du das witzig? Nein, Sir! Katalia, Katalia, vergiss nie. Vergiss nie, wo du herkommst. Es ist soweit. Ich soll dir beibringen, wie man ein Killer wird? Killer? Dann erinnere dich, wo du herkommst. Wer sind Sie? Nicht der Zimmerservice. 22 Morde in den letzten 4 Jahren. Ich erledige es auf meine Weise. Katalia, wieso? Du weißt wieso. Sie ist hinter uns her. Sie ist nur ein Mädchen. Kümmert euch drum. Ich weiß nicht, was oder wer dich so sehr verletzt hat. Findet sie! Sucht überall! Rede mit mir. Was willst du wissen? Alles. Etwas aus deinem Leben. Ich war 9, als meine Eltern ermordet wurden. Nie, wo du herkommst. Es ist erst dann vorbei, wenn du fühlst, was ich all die Jahre fühlen musste. Und jetzt bringe ich es zu Ende. Vergiss nie, wo du herkommst. Das Schicksal des Universums liegt in deinen Händen. Also egal, was du tust, drück nicht auf diesen Knopf. Dann geht nämlich sofort die Bombe hoch und wir sind alle tot. Los, wiederhol es. Was habe ich gerade gesagt? Ich bin Groot. Nein! Nein, das ist der Knopf, der uns alle umbringt. Versuch's nochmal. Ich bin Groot. Mhm. Ich bin Groot. Aha. Ich bin Groot. Nein! Showtime, ihr Arschlöcher! Ah! Ein Stück Klebeband. Ich will den Todesknopf abkleben. Klebeband ist aus. Nicht ein einziger hat Klebeband dabei. Du hast eine Atombombe im Rucksack. Wenn hier einer Klebeband mithaben sollte, dann du. Immer muss ich hier alles machen. Du verplemperst nur Zeit. Ich bin Groot. Das ist ein echt schlechtes Zeichen. Guardians of the Galaxy Volume 2. Wenn ich jemanden berühre, kann ich seine Gefühle spüren. Du fühlst Liebe. Ja, denke, ja, ich fühle generell selbstlose Liebe für fast jeden. Sexuelle Liebe. Nein, das ist jetzt weniger. Für sie? Nein. Sie hat gerade eben von uns dein dunkelstes Geheimnis verraten. Alter, komm, jetzt übertreibst du aber ein bisschen. Das musste ja so unangenehm sein. Jetzt nicht. Ich weiß, du denkst, ich bin verrückt. Er wird hinter den großen Steinen auftauchen.
Aber ich spüre sie. Ich höre ihren Herzschlag. Sie ist so nah. Und wie klingt ihr Herzschlag? Mächtig. Wir können dich deinen Krieg nicht zu uns bringen lassen. Einen Außenseiter. Das ist alles, was sie sehen. Ich sehe dich. Der Weg des Wassers verbindet alle Dinge. Vor deiner Geburt und nach deinem Tod. Das ist unsere Heimat! Ich brauche dich an meiner Seite. Und du musst stark sein. Im Herzen stark. Sie denken, ihre Welt wäre sicher. Das ist eine Illusion. Genießen Sie diese letzten Momente des Friedens. Von den Ereignissen in London wissen die meisten schon. Der Mann, der das getan hat, war einer unserer besten Agenten. Ihre Commander haben ein Verbrechen begangen, das ich nicht verzeihen kann. Keiner von ihnen ist sicher. Alle raus! Habe ich jetzt ihre Aufmerksamkeit? Das ist vielleicht nur der Anfang. Ich will ihn zur Strecke bringen. Bei der Sternenflotte geht es nicht um Rache. Vielleicht sollte es das aber, Sir. Jim, du willst ihm doch nicht wirklich hinterher, oder? Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich weiß nur, was ich machen kann. Wir müssen uns beeilen! Wir passen nicht durch. Das passt! Das hat doch locker gepasst. Ich glaube nicht, dass man das so nennen kann. Ich habe gesehen, wie sie unschuldige Menschen ermordet haben. Für das, was sie getan haben, werden sie bezahlen. Sie haben keine Ahnung, was sie getan haben. Schon bald schreite ich über ihre kalten Kadaver. Na los! Wir sind unterlegen. In jeder Hinsicht. Wir schießen uns den Weg frei. Ich bin besser. In was? In allem. Wir haben uns schon immer Sorgen um Rodney gemacht. Ich hab dich lieb. Seit er ein kleiner Junge war. Komm, arbeite im Stahlwerk. Es ist nichts Schlechtes dran, für sein Leben zu arbeiten. Für sein Leben zu arbeiten? Ich hab mein Leben für dieses Land gegeben. Und was hat das für mich getan? Ich mach noch diesen einen letzten Kampf und dann war's das. Showtime. Russell, wir konnten deinen Bruder nicht finden. Du meinst, dass ihr nicht nach Rodney sucht? Nein. Da
Das ist eine ganz andere Welt in diesen Bergen. Die haben ihre eigene Form von Gerechtigkeit und wir spielen dabei keine Rolle. Ihr Anführer ist extrem gefährlich. Du musst deinen Bruder finden. Aber sei vorsichtig. Ich bin der Bruder von Rodney Bass. Und ich gehe hier nicht ohne ihn weg. Vergib mir meine Sünden, oh Herr, die Sünden meiner Jugend, die Sünden meines Alters, die Sünden meiner Seele. Wir sind Brüder und ich lasse dich nicht im Stich. Mit einem schrecklichen Fluch belegt. 10 Jahre haben wir gesucht. Jedes kleinste Stück haben wir gefunden, bis auf das. Hallo, Püppchen. Sie haben Elisabeth. Willkommen an Bord der Schwarzen Perle. Wir müssen sie retten. Was schlägt er vor, wo wir anfangen? Jack Sparrow sprach von der Schwarzen Perle. Macht ihm ein Angebot, er könnte uns hinführen. Sie vergessen ihren Rang. Du bist ein Hufschmied. Hol mich aus dieser Zelle, dann bringe ich dich zur Schwarzen Perle und einem hübschen Mädchen. Aber ihr seid ein Pirat. Du hast etwas Wichtiges vergessen, mein Freund. Ihr habt es nicht mit gewöhnlichen Piraten zu tun. Mit wahnsinnigen, grausamen Piraten, das ist gewiss. Sag leb wohl! Leb wohl. Das Mondlicht deckt auf, was wir wirklich sind. Interessant. Wir sind alle... verflucht. Ich glaube nicht mehr an Geistergeschichten. Ihr solltet aber an Geistergeschichten glauben, Miss Turner. Ihr seid mittendrin. Ihr erinnert euch doch an Captain Jack Sparrow. Tötet ihn! Ich werde dich lehren, was Schmerz bedeutet. Du magst Schmerzen? Dann versuch's mal mit einem Korsett. Da kommen sie. Fluch der Karibik.